Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Crank. Heute wünscht dir was Filme. Und wir fangen an mit Big, denn der 12-jährige Josh hat es satt, ein Drei-Käse-Hoch zu sein. Bist du sicher, dass wir da nicht rausfallen? Ich fasse es nicht. Siehst du, habe ich dir nicht gesagt, er traut sich doch nicht. Der mystischen Maschine Solta auf dem Rummel äußert er seinen sehnlichsten Wunsch. Er möchte groß sein. Am nächsten Morgen dann, Überraschung! Was für ein riesiger Spaß für die Großen und die Kleinen jetzt kommt. Big ist ein immer junger Film, der nicht nur albern ist, sondern auch Botschaften sendet. Und weiter geht's mit Bedtime Stories, denn Skeeter passt ein paar Tage auf seine Nichte und seinen Neffen auf. Wollt ihr vielleicht, dass ich mir für euch eine gute Nachtgeschichte ausdenke? Na gut, legen wir los. Es war einmal in einem magischen Königreich. Bedtime Stories ist ein Herz von einem Film. Groß und Klein werden hier mit einer Menge wundervollem Humor verwöhnt, der sowohl auf die Lachmuskeln als auch ins Herz geht. Dann fing es an, Kaugummis zu regnen. Es regnete Kaugummis? Das ist schräg. Ein gruseliger Vertreter des Wünsch-dir-was-Genres ist Wish Upon, der Ende Juli in die Kinos kommt. Claire findet darin eine alte Spieluhr mit einer Inschrift, die besagt, dass dem Besitzer alle Wünsche in Erfüllung gehen sollen. Claire hat natürlich nichts zu verlieren und spricht ihren ersten Wunsch aus. Ich wünschte, Darcy Chapman würde einfach verfaulen. Zu ihrer Überraschung erfüllt er sich und kurze Zeit später besitzt sie alles, was sie sich je erhofft hat. Kohle, Ansehen und ihren Traumprinzen natürlich. Alles scheint perfekt zu sein, doch dann sterben die Menschen, die ihr am nächsten stehen. Es hatten schon andere diese Box. Jeder von denen und alle, die sie liebten, sind gestorben. Claire merkt spät, dass die Sache ihren Preis hat, aber vielleicht nicht zu spät. Der Regisseur von Annabelle weiß, was junge Gruselfans brauchen und er liefert. Noch ein Tipp, am Ende nicht gleich aus dem Kino rennen, denn da kommt noch was. Das war Crank. Bis zum nächsten Mal.